Vielen, vielen Dank, dass ich heute nochmal da sein darf. Ich freue mich riesig. Ich habe euch auch richtig dolle ins Herz geschlossen und bin aber ein bisschen aufgeregt wegen auch eurer Serie, die ihr habt, der Blick in die unsichtbare Welt, weil ihr für mich so eine freie Gemeinde seid, die da echt vorwärts geht und eigentlich ich unten sitzen müsste und hier mal zu dem Thema auch wirklich eine große Sehnsucht habe, mehr vom Heiligen Geist in meinem Leben zu sehen. Mehr vom Heiligen Geist in meinem Alltag zu sehen, wenn ich morgens aufstehe, in meiner Familie, wenn ich arbeite, wenn ich Mutter bin, wenn ich Entscheidungen treffe, wenn ich in Schwierigkeiten stecke. Da wünsche ich mir überall mehr Heiliger Geist, weil ich das Gefühl habe, er hat schon so seine Hauptwirkungszeit im Gottesdienst. So. Aber da geht noch so viel mehr. Ich war tatsächlich mit diesem Thema sehr herausgefordert und möchte euch gerne mit reinnehmen in einen Prozess, den ich da gegangen bin. Ich bin nämlich tatsächlich eigentlich sehr charismatisch groß geworden. Meine Eltern, die waren Missionare in Südafrika und mein Dad, der hatte so ein Zelt, wie so ein Zirkuszelt, ein kleines und ein Pickup. Und dann hat er sein Zelt da reingeworfen und war 3 Monate lang wirklich so in den ganzen Dörfern unterwegs und hat sein Zelt aufgebaut und evangelisiert und hatte gar keine richtige Bibelschule besucht, nur so eine kleine Buschschule in Afrika, sagen wir immer dazu. Und so gab es wirklich auch wilde Dinge, die passiert sind und die ich als Kind schon wahrgenommen habe. Als wir nach Deutschland gekommen sind, hat mein Vater eine Gemeinde gegründet in Wuppertal und wir gehörten erstmal zu gar keinem Verband und wir waren dafür bekannt, die Wilden zu sein in Wuppertal. Das gab sonst keine Kirchen, wo Menschen getanzt hätten. Mein Vater, der hat das einfach durchgezogen mit so afrikanischen Opfern. Man musste nach vorne tanzen, um sein Geld reinzuwerfen und solche Sachen und Menschen sind umgekippt und es wurde in Sprachen gebetet und alles war am Start und ich fand es so völlig normal, aber ich hatte so die biblische Grundlage nicht wirklich dafür. Ich bin dann mit 17 schon zu Hause ausgezogen, bin auf eine sehr charismatische Bibelschule gegangen, wo ich gemerkt habe, wenn du dich außerhalb deiner Komfortzone bewegst, dann kommen dir manche Dinge anders vor, als wie du sie zu Hause erlebt hast. Und wie gesagt, vieles war für mich einfach so normal, aber wenn du mich gefragt hättest, warum, hätte ich gar nicht was anderes antworten können, außer, ja, weil das immer schon so gewesen ist. Das ist aber eigentlich keine gute Antwort, wenn es um theologische Fragen geht. Sondern hat mich direkt herausgefordert gefühlt. Diese Bibelschule hat mich sehr schnell, direkt am ersten Tag, richtig vor eine Wand laufen lassen, muss ich sagen. Da kam in der ersten Worship-Zeit ein Mann auf mich zu, den ich nicht kannte. Und ich werde euch jetzt ein Geheimnis erzählen. Ich brauche aber kurz euren Finger in der Luft, dass ihr mir versprecht, dass dieses Geheimnis diesen Raum nicht verlassen wird. Ich sehe hier eure Finger nicht. Okay. Also, meine Mutter hat mich bei meiner Geburt Miriam genannt, weil das im Englischen so weich war. Wie gesagt, ich bin in Südafrika groß geworden. Als wir dann nach Deutschland gekommen sind, mochte sie es selber nicht. Und so, ja, sie ist halt Norwegerin, ist daraus Mia geworden. Mein Leben lang war ich Mia, aber eigentlich heiße ich im Pass Miriam. Und wenn ich schon dabei bin, haue ich meinen Mann mit in die Pfanne. Der heißt eigentlich nicht Juri, sondern ist bei seiner Einbürgerung aus Russland Jürgen genannt worden. So. Wir sind also eigentlich Jürgen und Miriam Friesen. Genau. Und so waren wir natürlich auch offiziell angemeldet bei der Bibelschule. Und dann kommt ein Mann auf mich zu mit einem Tamburin in der Hand, wo so Glitzerfäden runterhängen und sagt zu mir, der Heilige Geist hätte im Lobpreis zu ihm gesprochen, ich soll jetzt dieses Tamburin nehmen, meinem Namen alle Ehre machen und einmal über die Bühne damit tanzen.
ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie schwierig das für mich war. Und dann habe ich ihm gesagt, du, das ist nicht drin. Und ich fühle das gerade wirklich gar nicht. Und dann hat er aber darauf beharrt und gesagt, du, aber das, du musst dann auch lernen, gehorsam zu sein, wenn der Heilige Geist das spricht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber der hat das ja gar nicht zu mir gesagt, sondern vielleicht musst du mal das Tamburin nehmen und über die Bühne tanzen. Der hat dann sehr, sehr böse geguckt und ist dann weggegangen. Und nachher kam raus, dass es jemand halt von der Leiterschaft, von der Bibelschule. So war mein Start. Und ich war noch sehr oft mit solchen Situationen konfrontiert, wo ich so dachte, warum machen wir das? Was geschieht denn hier, dass Menschen irgendwas empfinden und dann machen das der ganze Saal, das machen soll? Und ich habe so echt so meine Schwierigkeiten damit gehabt, auch als ich selber mehr Verantwortung hatte, dass man gewisse Entscheidungen trifft als ein Team und dann der Leiter aber überstimmt wurde und am nächsten Tag kommt und sagt, ich habe diese Nacht nicht geschlafen, der Heilige Geist hat mir keinen Frieden gegeben und deswegen machen wir das so, wie ich das wollte. Das waren so viele Momente für mich, wo ich mich gefragt habe, was ist mit diesem Heiligen Geist hier eigentlich los? Ich tue mich irgendwie schwer damit, da mit allem so mitzugehen und wurde dann immer mehr in die Ecke geschoben, die hat ein Problem mit dem Heiligen Geist. Und habe auch selber gemerkt, dass ich mich durch solche Geschichten immer mehr so von meinem Erbe auch gelöst habe und gesagt habe, also wenn das charismatisch ist, dann bin ich es lieber nicht. Dann ist mir das irgendwie zu wild, zu unbegründet und ich zu willkürlich auch irgendwie. Das ist dann gegipfelt. Wir sind in die Urban Life Church gewechselt. Da gibt es Ordnung. Da ist ein deutscher Pastor. Da hat alles seinen Platz und wird durchgetaktet und durchgeplant. Und das hat mir erstmal richtig gut getan. So keine Angst zu haben, was von der Bühne kommt und was jetzt jemand sagt, was du machen musst, weil der Heilige Geist das zu ihm gesprochen hat. Und ich habe gemerkt, mein Herz ist auch ein bisschen heil geworden zu dem Thema. Und dann waren wir aber, Juri und ich, zu einer Konferenz eingeladen, wo ich einfach von Anfang an so Bauchschmerzen hatte im Raum. Und der Redner genau das wieder gemacht hat, wie ich das von früher kannte, von der Bibelschule, so zu sagen, der Geist Gottes ist hier und ich habe jetzt den Eindruck, hier müssen Durchbrüche passieren und deswegen spricht der Geist, sollst du brüllen wie der Löwe von Juda. Und dann, das sind ja auch alles Deutsche, die waren natürlich erstmal so, wow. Und das war dem Sprecher natürlich nicht genug. So. Und dann noch mehr, nein, was ist los mit euch? Ihr müsst brüllen. Und dann hat er, also die Leute, 10 Minuten lang angebrüllt. Und ich hatte das Gefühl, der ganze Raum brüllt sich in Rage. Die Leute, dass die Kiefer nicht ausgerenkt sind und ihre Arme so nach hinten und alles richtig laut. Und ich habe halt in meiner Reihe gesessen, ungefähr so. Und Juri war schon, kannst du bitte nicht machen, dass dein Gesicht zeigt, was du denkst. Ich sage, ich weiß, was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Als ob Gott das hier bräuchte, damit er Durchbrüche schenken kann. Das liegt doch nicht an der Lautstärke des Brüllens, ob er jetzt wirken wird oder nicht. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich gefragt habe, auch wenn hier nichts passiert ist, wo ich sage, das ist unbiblisch oder das ist falsch. Aber ich habe mich gefragt, wie weit geht sowas? Wenn jetzt jemand von der Bühne sagen würde, ich spüre in meinem Geist, dass wir jetzt alle mal um das goldene Kalb rumtanzen sollen. Wer würde das prüfen in so einem Moment? Was geschieht hier eigentlich, wenn jemand von vorne sagt, der Geist Gottes hat mir gesagt, ihr sollt es machen, dass wir vielleicht gar nicht mehr merken, wohin das geht? Und also auf einmal sind so viele Fragen in mir hochgekommen. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Aber die allerwichtigste Frage ist, wem dient das? Wem dient das, was wir hier tun? Ist es für meine heilige Gänsehaut und dass ich irgendwie mit einem anderen Selbstbewusstsein aus so einer Veranstaltung gehe? Ich habe das eigentlich so verstanden, dass der Heilige Geist zum Vater hin führt
und zeigt. Und ich brauchte das, ich war so verunsichert, weil ich gemerkt habe, aufgrund meiner Erfahrungen habe ich Angst bekommen vom Heiligen Geist und was er tut. Und so habe ich ihn in meinem Leben in eine Schublade gesteckt und gesagt, ich weiß, dass es dich gibt, ich weiß auch, dass du deine Berechtigung hast, aber mir ist das Ganze nicht so geheuer. Und deswegen bleibst du mal lieber dort, ich bleib mal so bei dem, was ich aus der Bibel für mich ziehe und das Predigen und das, wie es macht. Es ist doch die letzten Jahre auch ohne dich ganz gut gelaufen und der Heilige Geist, der hat mich hart überführt. Zu sagen, so kannst du nicht mit mir umgehen mehr. Es ist eine Dreieinigkeit, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und du kannst nicht ausklammern, wen du willst. Und ich habe deswegen gedacht, der Heilige Geist, der lenkt mich tatsächlich ganz oft über Frieden und Unfrieden. Es hat mir keine Ruhe gelassen, bis ich gesagt habe, wo finde ich meine Antworten? Es gibt nur einen Ort, wo ich meine Antworten finde. Und das ist in der Bibel. Und deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach ein paar Antworten für mich. Und diese Predigt heißt trotzdem charismatisch. Genau. Es gibt viele Bilder für den Heiligen Geist in der Bibel. Da haben wir zum Beispiel die Taube, Feuer, Feuerzungen, Öl, Wasser, Wind, Siegel und Unterpfand. Und gerade auf die letzten zwei, Siegel und Unterpfand, will ich gern eingehen, weil sie sehr schön aufeinander aufbauen und mir viel Sicherheit geschenkt haben, wie ich mit dem Heiligen Geist umgehen will. Und als allererstes möchte ich mir mit euch drei Bibelstellen angucken. Die werde ich nur jetzt einfach hintereinander weg vorlesen, aber mit denen werden wir jetzt arbeiten in den nächsten Punkten, okay? Also die erste Bibelstelle steht in 2. Korinther 1, Vers 21 bis 22. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus, und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückte er uns sein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden, das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Epheser 1, Vers 13 bis 14. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, also Neubekehrte. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte. Also schon wieder, als wir uns zu Gott gewendet haben, hat er uns ein Siegel aufgedrückt, indem er uns den Heiligen Geist gegeben hat, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben und dieser Geist verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Und Epheser 4, Vers 30. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommen wird. In all diesen drei Bibelstellen wird immer das Siegel und der Pfand zusammen benutzt, um ein Bild zu malen über den Heiligen Geist. Aber wie das so oft ist mit so Bibelstellen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, mittlerweile weiß ich, dass ich ADS habe und denke, das kommt vielleicht manchmal daher, man liest es und man weiß nachher gar nicht, was hat man eigentlich gelesen und was bedeutet das eigentlich wirklich und vor allen Dingen auch für meinen Alltag. Deswegen lasst uns mal uns in die Punkte ein bisschen tiefer hineingraben, was denn hier wirklich damit gemeint ist und für was diese Bilder denn überhaupt stehen. Und dann noch viel wichtiger, was das dann eigentlich wirklich für unseren Alltag bedeutet. Der erste Punkt ist, der Heilige Geist identifiziert, wer ich bin. Wer gehört eigentlich zum Volk Gottes und wie lässt sich das überhaupt messen? Im Alten Testament war das noch ganz einfach, vor allen Dingen für die Männer. Das war ganz easy peasy. Wer beschnitten war, der gehört zum Volk Gottes und die Frauen, die gehörten dann einfach so mit dazu. Aber nun ist ja nicht mehr das Alte Testament, zum Glück für euch Männer. Wir sind in neue Zeiten reingegangen, dass das nicht mehr
das Zeichen ist, woran man das Volk Gottes erkennt. So, und jetzt ist ja die Frage dann, woran erkennt man denn das Volk Gottes? Epheser 2, Vers 17 bis 19. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, also die erstmal nicht Volk Gottes waren, und Frieden denen, die nahe waren, also die Volk Gottes waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Also damals die Juden im alten Bund waren gemeint und jetzt die Neuen, die ohne Beschneidung zu Gottes Volk gehört haben. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, das gilt jetzt uns, außer wir haben hier ein paar Juden sitzen, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das heißt, dort, wo wir diesen Frieden angenommen haben, zu Jesus Ja gesagt haben, gehören wir nun auch zum Volk Gottes. Und woran lässt sich das heute messen? An 2. Korinther 1, Vers 21 haben wir gelesen, so drückt er uns sein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Sein Siegel macht uns zu seinem Volk. Epheser 1, Vers 13, durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft eurer Rettung, nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr jetzt Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, dem er jedem Glaubenden zugesagt hat. Und auch in der 3. Bibelstelle genau das Gleiche. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Was ist ein Siegel? Und was bedeutet das, dass als wir sein Eigentum geworden sind? Du kannst es nennen, wie du willst. Als du dich bekehrt hast, als du Ja zu Jesus gesagt hast, als du ihn aufgenommen hast als deinen Herrn, als du Kind Gottes geworden bist, nenn es, wie du willst. Als du dich für Jesus entschieden hast, hat Gott dir sein Siegel aufgedrückt, indem er den Heiligen Geist schon direkt in dich hineingelegt hat bei deiner Bekehrung. Das ist das Siegel, von dem hier immer wieder gesprochen wird. Aber was ist ein Siegel? In letzter Zeit kommen zig Hochzeitseinladungen, wo hinten so der Wachs draufklebt und ein Siegel reingedrückt wurde. Das finden die Absender sehr schön. Dieses ganze Gekrümmel könnte ich mir persönlich sparen, was ich dann zu Hause aufsaugen muss, wenn man so einen Brief aufmacht. Das gilt übrigens auch für Konfetti, dass man in die Karte reinlegt. Macht das bitte nicht. Das findet ihr in dem Moment, denkt ihr euch, oh, und dann werden die denken, so süß. Das habe ich noch nicht einmal gedacht, als ich den Staubsauger holen musste, um das wegzumachen. Lasst das sein. Was ist denn ein Siegel? Ein Siegel kommt vom Lateinischen und bedeutet eigentlich Bildchen und ist eine Form der Beglaubigung von Urkunden und Sicherstellung von einem Verschluss, dass der Inhalt unversehrt ist von Gegenständen oder Behältnissen. Das heißt, du bist beglaubigt wie in einem offiziellen Dokument oder einer Urkunde, dass du zum Volk Gottes dazugehörst. Und so eine Beglaubigung, die ist eigentlich ganz schön wichtig. Sonst könnte es doch jeder einfach selber behaupten, oder? Ich gehöre zum Volk Gottes. Wie willst du das beweisen? Ich habe das Siegel von Gott selber aufgedrückt bekommen, den Heiligen Geist. Wir kommen alle jetzt gerade aus der Corona-Zeit, wo du teilweise in Restaurants nicht reingekommen bist, ohne ein beglaubigtes Dokument darüber, dass du getestet wurdest. Mit Stempel und Unterschrift und allem drum und dran. Wenn ich in ein Restaurant gegangen wäre und ich hätte denen mal einen Zettel rausgekramt, da steht drauf, liebes Restaurant, ich, Mia Friesen, habe einen Test zu Hause gemacht, der war negativ. Das bezeuge ich, Mia Friesen, mit freundlichen Grüßen, Mia Friesen. Mit diesem Test wäre ich nirgendwo reingekommen. Was sie wollten, war eine beglaubigte Urkunde von jemandem, der mir das beglaubigt. Sie hat diesen Test hier gemacht und sie ist negativ. Lass sie rein. Lass sie essen. Und genauso ist der Heilige Geist unsere Beglaubigung, dass wir zum Volk Gottes gehören, dass wir sein Eigentum sind. Er gibt dir die Sicherheit, er gibt dir die Identität, Kind Gottes zu heißen. Bei deiner Bekehrung schon ist direkt dieses Siegel auf dich gekommen und du hast den Heiligen Geist.
brauchst du keine Angst vorzuhaben. Das zweite ist ein Siegelring. Ein Siegelring ist ein Ring, der früher als Stempelsiegel diente und als Symbol der Macht und Autorität galt. In Deutschland wird er heute überwiegend als Zeichen für Zusammengehörigkeit und die Identifikation mit der Herkunft getragen. Ich gucke viele historische Filme und ich habe jetzt kein besonderes Beispiel, aber wenn ich euch jetzt so mit hineinnehme in meine Geschichte, werdet ihr denken, ja, sowas habe ich auch schon mal in einem Film gesehen. Da ist ein König und er stirbt und er liegt in seinem Bett, aber der hat noch so eine wichtige Botschaft, die er jemandem übermitteln muss. Und dann ruft er irgendeinen Knecht, der gerade im Raum ist, na komm mal her, ich muss noch was loswerden. Du musst unbedingt diese Botschaft da und da noch hinbringen. Das rettet das ganze Königreich. Und dann sagt der Knecht, sie werden mir nicht glauben. Was sollen wir denn nur machen? Und der König sagt, nimm diesen Ring. Und dann nimmt er den Ring und gibt ihm den, dann werden sie dir glauben. Und der Diener, der nimmt den Ring und der reitet so auf die Burg zu. Und da sind dann schon die Bogenschützen und die wollen ihn schon fast abschießen. Und er sagt, halt, ich habe den Ring. Und die Bogenschützen sind so, oh, das war knapp, er hat den Ring, lasst ihn rein, lasst ihn rein. Und er kommt rein und sagt, hört meine Worte. Und dann kommen die Bösen, die das verhindern wollen und sagen, wer bist du denn? Du bist doch nur ein Diener. Und er sagt, ja, aber ich habe den Ring des Königs. Und sein Wort hat auf einmal das gleiche Gewicht wie das des Königs. Merkt ihr was? Dein Wort hat das gleiche Gewicht wie das Wort des Königs, weil du den Siegelring trägst. Du bist Botschafter hier. Und du hast eine Nachricht, die die Welt retten soll. Und auch wenn der Feind kommt und sich dir entgegenstellt, der Heilige Geist ist dein Siegelring. Das ist dein Wort, dass dein Wort Gewicht hat. Er gibt dir die Autorität und die Zusammengehörigkeit mit seiner Kirche und Identifikation als ein Kind Gottes. Okay, der zweite Punkt. Der Heilige Geist ist meine Sicherheit. Und das passt für mich damals erstmal nicht zusammen. Ich habe euch ja schon meinen Kontext erzählt, warum ich das hier überhaupt ausgearbeitet habe, ist, ich habe mich eben nicht sicher gefühlt. Ich habe Sitzungen wirklich erlebt und sogar manche dieses Jahr noch, wo ich bei Production Team Meetings sitze, also das so heißen bei uns die Besprechungen, wo wir die ganzen Abläufe durchgehen, und dann Leute Sachen sagen wie, Leute, das ist doch nur ein Gottesdienst. Glaubt ihr denn nicht an den Heiligen Geist? Meine Güte. Und wo du dann so denkst, ja, der Heilige Geist ist auch nicht immer eine Ausrede dafür, sich nicht vorzubereiten. So, sondern ich glaube ganz fest daran, ne? Auch wenn ich eine Predigt mache, glaubt ihr denn im Ernst, ich würde hier hochkommen und dann denken, oh Heiliger Geist, jetzt musst du aber durch mich sprechen. Das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Ich muss mich vorbereiten. Ich bin der Überzeugung, dass der Heilige Geist in meiner Vorbereitung bei mir ist, dass er mich führt und dass er mich hinbringt. Wenn ich hier einfach unvorbereitet hochkomme, dann werden wir ganz schnell landen in Dingen, die ich mir einfach aus den Fingern sauge, weil ich sie gerade so fühle. So. Also, wie kann das sein, dass der Heilige Geist meine Sicherheit ist? Was bedeutet es überhaupt Pfand? Jetzt denken alle an Flaschenpfand. Richtig? Wir haben sonst nicht so wirklich einen Bezug zu dem Wort Pfand. Ich habe letztes Jahr ein halbes Jahr lang in einem Fitnessstudio gearbeitet und war dann, wenn jemand sein, wir haben so Armbänder, mit denen du dich so einchecken kannst, aber natürlich werden die oft vergessen. Aber diese Armbänder, die haben unheimlich fancy Funktionen und können deinen Schrank abschließen und alles Mögliche. Das heißt, sie sind teuer. Und mein Chef hat festgestellt, dass viele ihre Armbänder einfach behalten, wenn sie gesagt haben, kann ich ein Ersatzband haben und nicht wieder zurückbringen. Das hat natürlich zur Folge, dass du dein Ersatzarmband eigentlich direkt deinem Partner geben kannst oder deinem Freund geben kannst und er dann einfach sich einchecken kann und bei uns trainieren kann, ohne den Preis zu bezahlen. Also hat mein Chef gesagt, wir brauchen einen Pfand als Sicherheit, dass derjenige, der mein Armband genommen hat, wiederkommen wird, um mir auch das Armband wiederzugeben.
Und wir sind da super nett gewesen. Es hat alles gereicht. Ein Schlüssel, ein Personalausweis. Ich habe einmal einen Kaugummi genommen und habe gesagt, na gut, aber die ganze Packung, nicht nur ein, so, dass ich auch weiß, dass du wiederkommst. Aber ein Pfand ist eine Sicherheit, dass jemand wiederkommt. Für wen könnte denn der Heilige Geist unser Pfand sein, dass jemand wiederkommt? Und er hat es uns doch selber auch gesagt, als er in den Himmel hochgefahren ist. Ich lasse euch den Heiligen Geist da, bis ich wiederkomme. Der Heilige Geist ist unsere Sicherheit, dass Jesus wiederkommen wird. Dafür braucht man, jawohl, davor braucht man keine Angst haben. Das Wort, das hier steht, ist Ahabon und der als Lehnwort aus dem Semitischen stammt, bla 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 bla, das interessiert euch nicht und bedeutet Pfand, aber halt auch Angeld und Anzahlung. Und wir haben das auch in den Bibelstellen gelesen, dass manchmal das Wort Bürge benutzt wird, manchmal das Wort Pfand oder halt eben auch das Wort Anzahlung. Was ist eine Anzahlung? Eine Anzahlung liegt vor, wenn der Käufer bei einem Kaufvertrag, bei einem sonstigen Vertrag eine Teilzahlung erbringt, wobei die Lieferung oder Leistung noch nicht erfolgt ist. Also es wird ein Teil angezahlt, aber nachher kommt der volle Preis. Und mit dieser Brille lesen wir jetzt nochmal Teile dieser drei Bibelstellen, die wir uns angeguckt haben. 2. Korinther 1, Vers 22. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen, Gottes sicherer Pfand oder Anzahlung, für das, was er uns noch schenken wird. Ich glaube, dass damit der Himmel gemeint ist. Und die gänzliche Fülle, die wir dort erleben werden, ist der Heilige Geist schon jetzt eine Anzahlung, ein kleiner Teil von dem, was noch auf uns wartet. Epheser 1, Vers 14. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Das heißt, das, was wir jetzt schon sehen dürfen, die Wunder, von denen wir gestern gesprochen haben, jedes Wirken Gottes, jedes Wirken des Heiligen Geistes, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen getröstet werden, wo aus Ungerechtigkeit Gerechtigkeit gemacht wird, das ist nur ein Anteil von dem, was wir jetzt schon sehen dürfen, was aber im Himmel in der vollen Fülle auf uns wartet. Und manchmal fragen wir uns oder nehmen wir viele Verheißungen aus der Bibel, dass Gott heilen kann, dass Gott Wunder tun kann, als eine Selbstverständlichkeit, dass wir das sehen werden in unseren Lebzeiten hier auf Erden. Aber das steht da eigentlich nirgendwo. Sondern die volle Fülle und die volle Herrlichkeit, die wird im Himmel sein. Das, was wir jetzt sehen, ist ein kleiner Teil. Es ist eine Anzahlung von dem, was wir erleben werden. Und warum gewisse Dinge nicht in Erfüllung kommen oder jetzt hier nicht passieren, das kann ich euch nicht sagen. Steht auch in der Bibel, alles ist Stückwerk und wir haben nur so ein kleines Puzzleteil von einem riesigen Bild. Ich weiß nur so viel, dass wir Gott vertrauen können, dass er weiß, was er tut. Und dass, wenn wir einmal da hochkommen, es verstehen werden. Aber so oder so, die Zeit hier ist nur ein Hauch. Wenn deine Wunder hier noch nicht wahr werden, ist es traurig und frustrierend und wir gehen da gemeinsam durch und auch Jesus ist an deiner Seite und leidet mit dir. Aber du wirst die Ewigkeit in der Fülle verbringen. Das ist die Verheißung und die Zusage. Dort gibt es keine Ungerechtigkeit mehr. Jede Träne wird abgewischt, keine Krankheit mehr, keine Lüge mehr, kein Tod mehr, die ganze Fülle. Und jetzt sehen wir schon einen kleinen Teil davon durch das Wirken des Heiligen Geistes. Epheser 4, Vers 30, er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Der Heilige Geist ist unsere Sicherheit, dass du eine Ausrichtung haben darfst in deinem Leben, in deinem Alltag, Tag für Tag, dass ein vollkommenes Erbe auf dich wartet, dass Jesus wiederkommt, dass es sich lohnt, jeden Tag für ihn zu leben und Opfer zu bringen, dass du nachher nicht mit leeren Händen dastehen wirst, sondern dass es eine Realität ist, dass es Jesus gibt, dass er wiederkommt und dass der Himmel auch real ist.
Das zeigt dir alles der Heilige Geist, der dein Pfand oder auch deine Anzahlung ist. Und der dritte Punkt. Der Heilige Geist gehört in keine Schublade. Ich habe euch ja schon gesagt, ich habe mich da echt versündigt. Ich hatte Angst davor und mir fehlte das Vertrauen. Was macht das mit mir? Ich möchte nicht jemand sein, der seine Theologie und sein Leben auf Gefühlen aufbaut. Davor habe ich immer Angst. Ich sehe das gerade in der Welt, wohin das führt, wenn Entscheidungen auf Gefühlen aufgebaut werden. Jetzt gerade, was der Welt meiner Meinung nach jetzt gerade am meisten fehlt, sind Stimmen, die unseren Kindern Identität zusprechen, weil sie alles fühlen dürften. Ich komme aus einer sehr altmodischen Erziehungsschule, wo man noch, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagen kann, aber ab und zu mal auch den Hintern voll gekriegt hat. So. Bei uns hieß es damals Arschkirmes, dann wusstest du schon, meine Eltern waren da sehr kreativ. Wir hatten einen Holzkochlöffel, da hatte meine Mutter ein Gesicht drauf gemalt mit so bösen Augenbrauen und der Mund ging so nach unten und das war Mr. Smack. Und der kam dann viel zum Einsatz tatsächlich und meine Eltern bis heute weinen die und entschuldigen sich bei mir und sagen, dass das alles falsch war und meine Schwester, die ist halt 7 Jahre jünger als ich, die hat Mr. Smack kaum zu Gesicht bekommen, aber ich halt sehr, sehr viel. Und was soll ich euch sagen, wenn ich mir mich und meine Schwester angucke, denke ich so, ja, ich bin dankbar, dass ich nicht so geworden bin. Spaß, nein, Spaß. Nee, ich liebe meine Schwester, aber ich bin dankbar für meine Erziehung. Ich bin dankbar, dass ich gelernt habe, ältere Menschen zu respektieren. Dass ich gelernt habe, Regeln einzuhalten. Dass ich gelernt habe, gehorsam zu sein. Das sind ja alles Dinge, die unsere Kinder heute gar nicht mehr lernen. Und es kam dann eine riesige Welle und versteht mich nicht falsch. Ich bin auch dafür, dass zum Schutz der Kinder, wo das in einem ungesunden Rahmen passiert ist, dass das gut ist, dass diese Gesetze gekommen sind. Ich bin mit sehr viel Liebe geschlagen worden, sage ich immer. Meine Eltern, wirklich, meine Eltern haben das so gut gemacht. Die haben mich ins Badezimmer geschickt, damit sie runterkommen können und nicht mehr so sauer sind. Ich musste da manchmal 15 Minuten sitzen. Das war schon eigentlich eine harte Strafe. Heute ist das ja schon fast zu hart für manche, irgendwo zu sitzen. Und dann kommen sie rein, dann wurde mir genau die Schuld erklärt. Und erst wenn das Schuldgeständnis da war, dann gab es, das tut mir mehr weh als dir. Und dann gab es auf dem Po. Und dann hat man sich gedrückt, hat man noch sich beim Heiland entschuldigt für das, was man getan hat. Und dann nachher ist man als Freunde aus dem Badezimmer rausgekommen. So. Ich muss sagen, ja, ihr lacht, ich bin dafür dankbar. Ich wurde nicht gedemütigt vor anderen Leuten, ich wurde nicht ins Gesicht geschlagen, es wurde danach nicht tagelang rumgeschmollt oder dieses, meine Eltern sind wütend auf mich, damit war es erledigt. Ich sehe da nichts Schlechtes drin, wenn ich ehrlich bin. Und ich war ja das Opfer, so, in dieser ganzen Sache. So, und wir kommen jetzt aus dieser Zeit, wo aber viele Haushalte und natürlich auch vor allen Dingen Nichtchristen es nicht geschafft haben, dass so viel Liebe auch im Haus da war, dass Erziehung nicht geschadet hat. Deswegen kam dieses Gesetz und jetzt gehen wir in Zeiten hinein von Erziehungsmethoden, die anti-autoritär heißen. Ich folge so manchen Psychologen, die solche Posts machen wie, Kinder müssen nicht bestraft werden, sondern die Eltern. Ich habe schon Dinge gelesen wie, wenn ein Kind seine Mutter schlägt, dann soll die Mutter das Kind nicht rügen, sondern sagen, ich sehe dich. Ja, okay. So, jetzt sind solche Zeiten angebrochen. Bedarfsorientiertes Erziehen nennen sie das. Die Gefühle meines Kindes stehen über allem, da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir jetzt die ganzen Teenager haben, die mit ihren Gefühlen nicht klarkommen. Die sind dafür nicht gemacht, alles fühlen zu dürfen.
Die müssen Wegweisung bekommen, die brauchen Erziehung. Das muss nicht immer mit Mr. Smack sein, das ist ja nicht so. Aber das, was ich heute sehe und wo wir hinlaufen, dass sie noch nicht mal mehr wissen, ob sie Mädchen oder Junge sind oder die ganzen anderen 60 Gattungen, die sie erfunden haben, ist, weil zu viel Gefühl im Spiel ist. Und ich will nicht, dass mir das gleiche in meiner Theologie passiert. Ich will nicht meinen Glauben auf Gefühle aufbauen. Es gibt Wahrheiten, die tun manchmal weh. Und die sind nicht immer einfach. Aber die müssen gelernt werden und wo man reingeht ins Wort Gottes. Und eine Wahrheit ist, du kannst den Heiligen Geist nicht in eine Schublade stecken. Mia. Manche müssen lernen, du kannst den Heiligen Geist nicht verbreiten aufgrund von deinen Gefühlen, sondern er hat auch Grundlagen und Fundamente in der Bibel. Du kannst mit ihm nicht machen, was du willst. Da gibt es auch Grenzen, aber Fakt ist, egal in welche Schublade du ihn gesteckt hast, in die Versteckerschublade oder in die Gefühlsschublade, das geht nicht. Der Heilige Geist ist genauso Teil der Dreieinigkeit, ich sage es nochmal, hat den gleichen Platz verdient, damit in dieser Art und Weise umzugehen. Ja. In Epheser 4, Vers 30, um das Ganze nochmal zum Ende zu führen, steht, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Und ich sage das nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Ich sehne mich nach mehr von dem Heiligen Geist. Ich glaube, er ist die Stimme Gottes, die mir jeden Tag begegnen will, die mir Weisheit geben will, die mich führen will, die mich lenken will, ohne dass es wieder kippen muss in was Komisches, dass ich den Heiligen Geist fragen muss, was für Socken ich heute anziehe. Es gibt wirklich, glaube ich, ein gesundes Maß, sich auszustrecken nach mehr Raum ihm zu geben, mehr Raum für sein Wirken, ja? Und auch vor allen Dingen das Wichtigste, seinen Plan zu verlassen, wenn der Heilige Geist spricht. Planen ist gut, aber daran festzuhalten nicht, sondern da auch dann den Gehorsam haben zu sagen, ich folge dem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass wenn wir gemeinsam auf uns achten und gemeinsam uns spiegeln und gemeinsam unterwegs sind, dann sind wir in bester Gesellschaft, um unterwegs zu sein, um mehr vom Heiligen Geist zu erleben. Dass die, die das heute hören müssen, ermutigt werden, lass mehr Raum für den Heiligen Geist. Und die, die vielleicht mehr in die Bibel gucken müssen, was der Heilige Geist wirklich ist, lies mehr deine Bibel. Und gemeinsam finden wir dann den Weg, Raum zu machen in unserer Kirche für sein Wirken. Ich möchte gerne mit euch beten, vielleicht mögt ihr aufstehen. Als allererstes wollen wir keine Gelegenheit verstreichen lassen, dass jemand hier ist, der den Siegelring noch gar nicht trägt und sagt, ich brauche diesen Ring. Ich brauche dieses Erbe von einem ewigen Leben. Ich brauche das, dass durch das Werk am Kreuz, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und all deine Sünden vergeben hat, dass du umkehren kannst von deinem Weg, von deinem alten Leben Ja sagen kannst zu einem neuen Leben mit Christus, ohne Verdammnisgefühle, frei von all deiner Schuld, mit dem Siegelring ein Kind Gottes zu sein. Wenn du hier bist heute und alle machen mal die Augen zu und du möchtest Ja zu Jesus sagen, dann wollen wir dir jetzt die Möglichkeit geben, gemeinsam mit uns diesen Schritt zu gehen. Heute Morgen, du darfst deine Hand jetzt heben. Und wenn alle hier schon Ja gesagt haben, ist das ganz wundervoll. Und wenn du hier bist und dich vielleicht auch nicht getraut hast, will ich dir sagen, das war nicht deine letzte Chance. In jeder Minute deines Lebens hast du die Möglichkeit, Ja zu Jesus zu sagen. Und da musst du auch nicht alleine durchgehen. Das hier ist eine ganz fantastische Gemeinde. Ich denke, du kannst dich an jeden Mitarbeiter wenden und ihm dein Anliegen mitteilen, dass du Ja zu Jesus sagen willst und er wird diesen Weg mit dir gehen. Für uns anderen möchte ich heute Morgen gerne beten, dass wir uns genau nach dem ausstrecken, was ich gesagt habe. Und wenn du dich da mit mir eins machen willst im Gebet, dem Heiligen Geist mehr Raum zu lassen, in einer gesunden und biblisch fundierten Art und Weise, dann darfst du gerne jetzt deine Hände mit mir heben und ich will für uns alle beten. Gott, wir danken dir, dass in deinem Wort steht, dass du ein großzügiger Vater bist und dass du großzügig deinen Geist ausgießt, bis dass unsere Herzen überlaufen. Und das wünschen wir uns, mehr von dir zu sehen und mehr von dir zu hören, vor allen Dingen in unserem Alltag. Dass dieser Modus nicht nur im Gottesdienst angeht oder auf christlichen Veranstaltungen und da dann die Arbeitszeit ist vom Heiligen Geist, sondern dass er uns wirklich in unserem Alltag begleitet.
in unserer Erziehung begleitet, in unseren Ehen begleitet, in unseren Freundschaften begleitet, auf unseren Arbeitsstellen, wenn wir zu Hause sind und in den Urlaub fahren, dass überall er den Raum bekommt zu wirken und durch uns zu wirken und zu uns zu sprechen. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger nach mehr und bitten dich um deine Weisheit, dass du uns führst, dass du uns überführst, dass du uns lenkst und leitest. Wir wollen dir diesen Platz geben, Heiliger Geist, und dich aus jeder Schublade rauslassen, in die du hineingesteckt worden bist. Amen.